Und go. Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu hören. Meine Kopfhörer haben sich verdreht. Ich musste die gerade entwirren, diesen dritten Platz hinter Ferrari. Ja, Gasly, zweiter Esteban und siebter. Naja, der erste Grund, warum wir nur dritter sind. Das ist eh die Erwartung vom Vorstand. Trotzdem guter Abstand an Mercedes, aber nur Ferrari. Posteingang, ist hier die Rennvorschau. Uns mal anschauen. Ja. Erster, zweiter Detection Point. Der ist schon hier. Schön nach Geschwindigkeit, Autoattribute. Mittlere Geschwindigkeit ist sehr wichtig. Naja, okay. Zeitliche Erwähnung. Ja, so eine gute Chance besteht schon. Ingen. Also Medium Hard. Ähnlich wie im Baku eigentlich, glaube ich. Ja. Vierter und sechster, historische. Boah. Ja. Sieht nicht so gut aus. Sind mehr Mercedes geblieben. Bei einer anderen Karriere, in der Williams zum Beispiel, sind zu Renault gewechselt. Das wollte ich gerade sagen. Manchmal wechseln hier nämlich die Leute ihren. Ja. Das ist unrealistisch, dass Alpha Tauri von Red Bull Powertrains zu Mercedes wechseln würde. Einfach um über Ferrari, das ist noch das erste Mal bei Mercedes, das ist ja so, wie es ja war. Aber dass das hier passiert, das ist sehr unrealistisch, sage ich mal so, weil einerseits, die sind einfach gebunden an Red Bull Powertrains, weil die sozusagen dann auch die ganzen Daten sammeln und dadurch Red Bull Powertrains dafür ihre Zuverlässigkeit oder so verbessern können. Aber ja, es ist sehr unrealistisch. Ist ja klar. Gut. Naja, wissen wir noch nicht ganz, wo wir sind. Q2 sollten wir mit beiden erreichen. Q3 mit einem, ja, sechster, das, ja, 5 und 6 ist er dabei. Letzte Runde, das möchte ich nie abgeben. Sag mal, kein Top-Team ist. Glück stehen im Qualifying-Rang. Achter, das muss Achter werden, hier ist es. Das soll Achter werden in, im Rennen, Zielplatzierung. Boah. Nur 200.000. Ich würde eher auf 9 gehen. Auf den 9. Ja, das schaffen wir. Das sollten wir eigentlich schaffen. Wenn nicht, ist es halt nur 270.000, die weggehen. Hier sind 140.000. Hier halt eben eigentlich, das sind hier fixe 120k. 120k, das sind eigentlich hier fixe 100, 220k. Und ja, das werden wir, glaube ich, zwar nicht schaffen, aber die beiden Sachen, glaube ich, werden wir schaffen. Und Zielplatzierung könnte man, sollte man eigentlich schaffen können. Das sind 140k. Das gleicht also alles schon aus. Ja, gehen wir zum Rennwochenende. Ja. Das sieht ganz okay aus. Ich finde es eigentlich schlecht, dass man eigentlich das. Also, ich finde, Oscar Piastri ist hier in dem Game viel zu unterbewertet. Also, er ist einfach sehr underrated. Also, Ocon ist auch wieder ein bisschen overrated. Ocon ist overrated. Gasly ist okay, ist fairly rated. Also ich würde die jetzt so beide auf eine 85 packen. Und wir haben Ocon, glaube ich, schon mal ein bisschen weiter upgegradet einmal. Also ja, obwohl ich ja schon ein bisschen auf Gasly-Niveau gepackt hätte. 2022. Und speziell jetzt nach dem ersten Rennen.
schon mit Aufnahmen in der Realität bei mir. Ich weiß ja nicht, wann die Videos hochkommen. Es kann sein, dass dieses Video hier jetzt ganz spät hochkommt, weil ich habe einerseits Probleme mit dem Computer, andererseits natürlich ist es auch so, dass ich Schule habe. Deshalb natürlich Fragen natürlich, ob das alles so stattfindet. Wie stattfinden soll. Bestätigen mal so eine Session. Jetzt hätte ich natürlich die Teile auszutauschen hier. Ja, siebter Ocon ist okay. Ja. Getriebe, naja, das will ich jetzt noch nicht einbauen. Jetzt am Ende der Saison. Sag ich, was über 20% ist circa. Da würde ich das schon vertrauen und so. Ist ja schlecht über 25%. Das ist ja schon kritisch. Das ist schon so ein schwerer Schaden. Das würde ich nicht einbauen. Alles, was so ein leichtes Aufrufezeichen hat, das kann man schon einbauen. Das ist kein Problem. 60% Vertrauen. Also der sagt einfach, die Bremsstabilität ist ein bisschen schlecht. Machen wir das ein bisschen so. Haben wir das verändert? Auf Geraden ist schlecht. Jetzt haben wir das leicht verändert. Das passt. Ocon, da kann ich schon ein bisschen mehr arbeiten. Da kann ich schon. Da sind wir ganz nah am Optimal dran. Hier sind wir einfach weg. Ist großartig, aber das sollte auch noch ganz okay sein. Darum Stabilität. Gut dran, dann haben wir uns ein bisschen weiter da orientiert und sonst. Dann sollte das eigentlich passen. Ja, wir simulieren mal die Session bitte. Sechster und neunter. Wo ist jetzt Pierre langsamer? Das verstehe ich eigentlich gar nicht. Er ist ja eigentlich immer schneller gewesen. Ist jetzt irgendein. Es gab ja auch noch ein Patch. Ist in dem vielleicht kommen, dass da ein bisschen was. Ich glaube, verändert wurde da jetzt nichts. Ich musste irgendwie hoffen, dass die Kurvengeschwindigkeit. Ja, ich, das passt eigentlich. Und Esteban. Ja, Esteban. Hier, dann sollte es auch noch ganz gut gehen. Simulieren wir noch mal die Session. Da muss ich die Teile austauschen, damit ich nichts vergesse. Oder? So. Das ist der siebte. Jetzt ist wieder realistisch. Danke. So. Wir schauen dann nach jeder einzelnen Session drauf, wie das ERS ist. Das Getriebe, das geht noch. Getriebe geht noch. Motor, der wird ja auch noch gehen. Der ist ja auch noch dabei. Ja, circa so über 80% sollte da sein. Ja, das ERS ist ein bisschen schöner. Ja, das ist ein bisschen so viel Unterschied. So, 86 und 87% Vertrauen im Setup haben die jetzt jeweils. Bisschen. Oh. Trainingsrundenzeit ist ein 1,14,5. 5,77 und 1,14,4 bei Korn. Das heißt, er hat ein FP2 eine bessere Zeit gefahren als ein FP3. Jetzt werden wir einfach warten bis zum Ende und werden ganz am Ende eine Runde machen. Oder hold up. Okay, es soll kein Regen kommen, also ist immer wichtig. Man muss schauen, ob Regen kommt, weil wenn
Regen kommen würde, dann ist das immer sehr, sehr, sehr schlecht. Aber wir haben schon eine sehr gute Wetterstation, glaube ich. Also so gesehen 1,11. Ja. Ja, Leclerc ist auch schon gefahren. Zwar die natürlich zurück. Wir müssen auf, also wir können warten bis so 2 Minuten 20, schätze ich. Schauen wir mal Ocon los. Okay, jetzt gehen die ganzen raus. Ich warte mal mit Gasly. Ja. Das Gute ist jetzt mit hier mit Ocon. Warum ich hier eigentlich ziemlich freier Fahrt fahren wollte, ist. Okay, er ist schon in den ganzen Modi. Wir halten uns noch bedeckt. Nach hinten muss da hinten haben wir guten ab. Hoffentlich geht das Ganze gut. Okay, da überholen wir noch jemanden. Vor der Runde. Eigentlich macht man das nicht, aber ja, wenn die alle so langsam sind, wenn einige das, ich glaube, die Haas werden das nicht mehr schaffen. Ja, sieht's aus für Con. Die Zeiten sollten eigentlich ganz gut sein. Einundzwanzig eins. So, und was fahren wir? 21,4, 21,5. So, es kann uns mitten in den Mix reinbringen. Okay, ist eins. Also wir brauchen. Ocon ist neunter. Okay, es geht jetzt nur mehr um Gas. Ja, 22,2. 22,0. 21,5 und 21,4. So. Gasly schneller, also wenn er 28,5 circa hinkriegt, dann sollte das ja. Also der wird auf jeden Fall mal vor seinen Teamkollegen landen noch. Und zack. Vierter. Das ist respektabel. So. Jetzt zu Q2 ändere ich natürlich die Strategie, weil wir sind hier natürlich kein Top-Team, sondern wir gehen hier auf den alten Reifen. Der wird uns hier nicht so viel bringen, der neue, apparently. Auch. Und was wir machen werden, ist eigentlich ziemlich simpel. Boah, das sieht noch ganz okay aus von den Stats. Ist, dass wir natürlich jetzt eine erste Runde machen werden auf dem alten Set und dann auf den neuen Set. Und ich glaube, ihr versteht schon, wie das ablaufen wird, oder? Dann kommt zuerst das neue Set. So. Kommt ein Ferrari raus. Wir warten ein bisschen. So. Jetzt.
Jetzt passt es. War noch vor Album rausgekommen. Und wenn jetzt uns niemand blockiert, aber Magnus wird uns hoffentlich nicht so stark blockiert haben. Was für eine Zeit ist das? Eine 21,5 oder so. Ja, wir können uns orientieren. Eine 22,2. Ja, okay, doch. Ich hasse das. Ich hasse es. Ist aber trotzdem eine gute Zeit, Jan, oder? Eine 22,1. Yo. Ah, schon off. Ja, ist halt dieser erste Sektor. Und genau das meinte ich. Wenn wir eine Safe Lab haben. Dann können wir hier nämlich auf den gehen, der hat eine Zehntel jetzt schneller sein als der andere Reifen. Dann haben wir hier fix. Und dann können wir in der letzten Stint. Das heißt, wir können warten. Sie wären bei 2,50, wenn wir rausgehen. 2,50 circa. Und lassen dann Ocon. Was haben wir zwischen uns? Okay, Ocon und Gasly sind da. No lift and coast required. Yeah. Jetzt überholen wir einfach die, weil kein Bock. Ich kein Bock auf die. Dass wir da jetzt irgendwie in Traffic kommen. Wollen hier versuchen, die Ersten zu sein. War ich immer der Plan. War doch vielleicht bei 3 Minuten schon rausgehen müssen. Okay, Gasly. Kriegt hoffentlich. So, jetzt einsetzen. Angreifen. Hoffentlich, der geht da vorbei. Ja, guter Exit sollte das sein. Der Gast hier natürlich mit seiner schlechten Zeit. Ja, es geht voll klar. Mit einem Sprit. Da ist genügend Sprit verbleibend, Mann, ey. Wir haben jetzt noch 0,3. Ja, easy verbleibend. Ocon folgt da. Gasly konnte sich nur noch da verbessern, okay. Auf Platz 10. Chillig. Kommt und sagt, nein. Aber wird aber nicht besser werden, oder? Nicht so viel. Magnussen. Ja, überholt nur Albon, okay.
Wir sind mit beiden durch. Naja, jetzt können wir eigentlich schon dieses eine Ziel schaffen. Also eine 1,11,5. 1,11,8. Letzte Mal abbrechen. Sorry. Ja, ist ungefähr gleich schnell. So, wir wollen uns ein frisches Set aufbewahren am Soft. Radio check. Radio check, okay. Erstmal die ersten rausfahren und hoffentlich in Q3 nicht allzu sehr behindert werden. Hamilton und Leclerc, die werden jetzt. Okay, Hamilton war wahrscheinlich ein Easy Pass. Jetzt wird Hamilton eher behindert. Aber gut, 2 Zehntel, das geht in Ordnung. Eine halbe Sekunde. Gasly wurde überhaupt ja überhaupt nicht behindert. Das heißt, das ist eigentlich eine normale Runde. Das ist ja eine halbe Zehntel Abstand. Also 5 Zehntel Abstand ist auch noch okay. Das ist in Rahmen. 100% bestätigen. 100% Reifen. Zentige Reifen bestätigen. Versuchen wir wieder als Le versuchen wir nicht mal als letztes rauszufahren. Nicht als erster, wie beim letzten Mal. Mal Stappen, Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, nur wir. Alle sind draußen, okay. Das heißt, wir warten noch, bis die da ein bisschen weiter weg sind. Und Ocon. Und Gasly. Okay, das ist ein knapp. Noch 50, ja, okay, das wird nicht knapp. Nein, 50 Sekunden haben die ja noch. So lange werden die ja wohl nicht brauchen, oder nicht? Bestätigen. Speed up, please speed up. Okay, Leclerc ist auf einer guten Runde anscheinend. Ja, jetzt mal ein bisschen Kanada mal hier. Mal wieder. Ich glaube, Leclerc ist der Erste, der rüber geht. Und das ist sein. Das weiß ich gar nicht. Achso, die haben die gleiche Rundenzeit, lol. Das hat mal was jetzt erst gesetzt gehabt. Lol. Okay, Perez. Ich frage. Ah, vielleicht könnte er sich noch verbessern. Er hat sich verbessert. Oh Gott, eine halbe Sekunde. Verstappen aber konnte sich nicht verbessern. Können uns auch verbessern. Bitte sagt, dass der erste Sektor da zählt. Bitte sagt es. Con ist mal neunter. Das Qualifying-Ziel erfüllt er somit. Bitte sagt, dass diese Zeit jetzt zählt. Ja, okay, aber sie war jetzt eh nicht so viel besser. Das
So, siebter. Aber Leclerc einfach mit einer überragenden Runde. Boah. Okay, Max führt ja, aber trotzdem erstaunt es mich. Ferrari kommt ja jetzt gut ran. So, schon war wir anscheinend wieder dran. Na, Leclerc. Aber die Rundenzeiten sind nicht besser geworden. Hat man auch hier gesehen. Die Rundenzeiten wurden eher schlechter. Lustig. Okay, schauen wir mal, was für Strategien wir haben. Die hier, die ist gleich schnell circa. Und dann haben wir noch die hier. Die ist angeblich schneller. Medium hard, soft. Naja, das kann auf jeden Fall nochmal eine Option bleiben. 16 bis 22 und hier haben wir... Okay, das heißt, wir können das mal schauen. Aber wir gehen hier mal auf safe. Gibt es irgendwo was, wie es schneller wird? Okay, also wenn man ein bisschen später reinkommt, ist es anscheinend schneller. Ja, okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Fuel mit. Zwei Runden mehr Fuel circa. So, fahren. Könnt ihr mal aggressiv. Overtake auch aktivieren. Das passt mal. Standard sollte mal bleiben. Die Reifen können uns eigentlich spielen, aber so will ich auch nicht spielen. Ich möchte nur die erste Runde versuchen mit Overtake. Eigentlich nur so die erste Startphase. So. Gasly, zwei Ocon aus. Ocon, ja. Der muss sich eher nach hinten verteidigen. Und Gasly hat auch eine Position verloren. Gegen Norris. Jesus. Das funktioniert ja gar nicht bei uns. Aber gut, der hat Soft. Hat Bottas auch Soft? Ja. Okay, also, wer ist auf Soft? Sainz, Perez und dann Norris, Bottas. Also die, die uns attackiert haben, sind auf Softs. Okay. Die, die uns überholt haben, sind auf Softs. Ja, okay, macht Sinn. Wir haben mehr Pace. Lass noch ein bisschen usen, dann gehe ich wieder auf neutral. Einfach weil ich nicht so viel eher ist, einfach spenden möchte. Hier gilt selbiges. Also mal alle mal im Train voneinander. Und wir haben auch ein schweres Auto. Also wir können ja auch das Fuel können wir ja auch rausballern. So ist ja nicht 2,7, also 0,3 pro Runde. Ey. Also 0,1 pro Runde. Boah, okay, natürlich. 0,30 Runden lang direkt pushen mit dem Motor. Aber mit mehr Fuel. Okay. Also circa 0,1 Kilogramm ist eine Runde pushen, circa. Ja, sieht so aus. Und Runde 0,5. Ja, wohl ein bisschen mehr. 0, also wahrscheinlich... 0,1. Ocon macht einfach noch eine neue schnelle Runde. Natürlich. Nur 1 zu 0. Tiger. Auch die Autos, die so schwer sind am Anfang, die das so langsam machen. Alonso, das interessiert uns nicht. Nur was vor uns passiert, interessiert uns. Verstappen ist nach hinten gefallen. Leclerc konnte sich auf seinen Mediums. Wow, wow, wow. Das ist Hamilton. Der hat einen Dreher und hat... Ach du Scheiße. Ja, that's all good. Ja, ein Tiger. Da war ein Crash vor. Ja. Unfall in Kurve 14. Wall of Champions. Schaut sich das mal einer an. Da sind wir.
Und dreht einfach komplett weg. Ja. Ja, von wegen, gut Job. So, jetzt müssen wir auch mal wieder erstmal aufholen. Hier. So. Zu Russell. Come on. Wir müssen jetzt zu Russell aufholen. Wir müssen zu Russell aufholen. Da fällt natürlich erstmal die das überholen. Hier. Hamilton, Digga. Hat die ordentliche Probleme mehr. Einmal annehmen. Ach komm. Jetzt push. Drei Sekunden, der 2,3, alles. Ach du Scheiße. Sieben, 2,6, 2,6. Auf den Geraden ist immer besser zu evaluieren. 2,7 sind es. 2,8. Ja, 2,9, 2,8. Oh mein Gott. 49%. Ich muss ihn einfach jetzt pushen lassen. Auch einfach darauf vertrauen, dass er das schafft. Ist mehr aggressiv. Ist mehr per Tempo. Okay, wenn er dann so bei 3 Megajoule ist, muss ich ihn aber einbremsen. Der einfach über 2 ist, ja. 2 Sekunden, Digga. Das kann nur mehr verbraucht werden. Jetzt leider neutral. Budi. Ist ganz leicht. 1,8. Tor. Schüttelst Norris fast aus dem DRS raus. Der auf fucking Soft ist und du bist auf Mediums. Das ist eine gute Pace, Junge. Junge, das ist eine gute Pace. 1,6 Sekunden nach vorne. 1,7 jetzt. 1,8. Jetzt auf den Geraden natürlich ein bisschen weniger Pace, aber 14% Batterie. Neue schnellste Rennrunde. Chillig. 1,17,0. Mal wieder. 2% Unterschied, das ist noch okay. Wir brauchen hier einfach dieses scheiß DRS. Wir brauchen DRS, come on. Wir können uns vor Lando halten. Nur falls switchen wir mit Pierre. Die Strategien gehen dann stattdessen auf die. Hard, Medium. Hard, Soft. Hard, Soft Strategie. Wir haben auch noch zwei Mediums. Meine nur. Eine neue Strategie. Nochmal dann noch 19 Stück werden zu. So, Medium. So, weil wir hier jetzt schon. So, Medium, Medium. Soft. Und das verschieben wir nach hinten. Das würde gehen. Wäre jetzt auch nicht so weit entfernt. Ich kann den natürlich immer noch vorziehen. Das sei auch noch viel schneller. Ja, das heißt, ob das könnte funktionieren. Natürlich darauf an, wo wir uns befinden. 1,17,0. 1,17,5, okay, zwar schneller, aber ganz schneller als Russell. Okay. Okay, Perez hat sich. Okay, Perez hat sich einfach. Okay. Sainz hat jetzt ein Mega-Lead. Ah ja. Chillig. Ach, chillig für Sainz, dass jetzt alles wieder hier so geabstackt ist. Spitzenreiter, wir haben 14 Sekunden mit Gasly. Das heißt 34, das heißt, wir befinden uns in der Stroll derzeit, in der Latifi rauskommen.
Interstellar in der Tiefe, wenn wir rauskommen. Also da circa. Ja, macht Sinn. Maybe drop back a little bit, please. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal an. Press and hold overtake now, please. Press and hold ja. Overtake now. Copy. Jetzt können wir natürlich diese Position, die wir an Track verloren hatten, wieder gut machen. Oh, das wird ein heftiges Battle. Gehen wir noch an Lando vorbei? Ja. Wir gehen noch an Lando vorbei. Naja. Natürlich hoffen, dass die sich dann eigentlich battlen. Aber gut, 20 Runden, ja. Na, ich sollten. Und Gasly hängt hinten dran an denen. Okay, natürlich kann er jetzt eine Gap aufmachen. 6, 8, 11, 18. Ja gut, ich rechne nicht mal mit Spitzenreiter. Plus 12 Sekunden, das ist plus 20. Jetzt wissen wir 32. Okay, komm mal vor Stroll raus. Wenn wir jetzt vor Joe und Stroll rauskommen. Ja, vor Stroll. Vor Stroll, ne? Also wir würden hier rauskommen. Da ungefähr. Wenn wir jetzt ungefähr reingehen würden. Das machen wir mal nicht. Okay, das heißt, ich glaube, die Alonso und Schumacher waren die auf Reifennutzung. Die haben ihn jetzt, also die machen die Medium Hard da. Okay. Medium Hard Soft. Ich glaube, wir gehen auf die Medium Soft. Die sollte schneller sein. So, plus 10 Sekunden nur noch und plus 22, ne, bei 32, jetzt kommen wir hinter Joe raus. Komm. Das hat Joe. 50, also die Mediums nutzen sich ein bisschen schneller als gedacht, oder was? Naja. Pace haben sie alle mal. Safety Car, okay. Boxenstopp. Wir gehen auf die Mediums. Ja. Boxen der Runde. Oh nein, es ist Ocon, der gecrashed ist. Boxenstopp auf die Mediums. Autoteile im Frontflügel. Naja. Und Ocon ist raus. Hoffentlich habe ich es guten. Komm, lass uns fahren! Okay, wir wurden wenigstens nicht gejumpt. Sorry, that's our race done, unfortunately. Copy. Ja, wo sind hier diese Schimpfwörter, bitte? Warum schimpft er noch nicht? Okay, Science. And DRS is disabled. Ja, war fucking der Typ im Unfall. Der braucht aber so lange. Feierbar. Okay,
Okay, das Safety Car wird diese Runde wohl reinkommen, oder? Okay, das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Das überrundete Auto ist jetzt überholen dürfen. In this lap, safety car in this lap. Copy. Ich bin hier auf Strategie, Moment. Hier bei der Strategie, genau, switchen wir auf die Strategie hier. Boah, das wird funktionieren. Aber vielleicht ein paar Runden noch früher rein. So, Strategie A aktualisieren. Da können wir vielleicht auch mal ein bisschen pushen. Wenigstens kein Hart, aber wir sind nicht so gut weggekommen wie die anderen. Gasly muss das jetzt natürlich klar machen für uns. Hallo, das Boxen, der Boxenstopp war ja schon Strategie hier. Ah, ne, sind wir schon auf den Mediums. Sind wir schon auf dem neuen Pair-Set der Mediums. That's nice work, mate. Oh, baby, a slice through. Ich mach's aus der anderen Perspektive zu. Fahr einfach weg, fahr weg, fahr weg. Fahr weg von Sainz, bitte. Wir müssen uns einen Vorsprung dann aufbauen. Eh noch kein DRS. So, natürlich erstmal wegfahren von denen. 7 Zehntel, 8 Zehntel, 9 Zehntel, über eine Sekunde. Easy. DRS enabled. Okay, das DRS ist aktiviert worden. Zwei Sekunden sollten ja schneller sein als die. Holy shit, Verstappen kann Pace gehen. Holy shit. Verstappen hat einfach die Pace. Da Fug. Da Fug. Und gleich kommt Hamilton ins Spiel, der umrundet werden muss. Bitte noch ein Safety Card am Ende. Wenigstens können wir jetzt Science eine Gap aufbauen.
So, jetzt ist er drauf auf der Strategie. Sagt er mir in 10 Runden, öffnet sich das Boxenstoppfenster. Eins 17 0. 1,16 nun. Also das können wir wahrscheinlich mit 1,16,5 rechnen. 1,1 Sekunden schneller. Das sind 10 Sekunden, die wir schon öffnen. Und das sind 16 Sekunden. Naja, für den Sieg wird es jetzt nicht mehr reichen. Aber die Top 5 Ergebnis schon. Aber gut, manchmal denkt man einfach, dass die Strategie auch funktioniert und manchmal tut sie es dann leider nicht. Jetzt fährt Leclerc ziemlich gute Zeit anscheinend. Aber Perez ist, auf den wir schauen müssen. 3 Sekunden Abstand. Leclerc war da vorne. Nicht super. Finde ich nicht gut. In 5 Runden. So, wir würden bei auf Platz 12 rauskommen. Derzeit. Kann einfach nur die Pace gehen, dass wir dann hier rauslanden. Soll ich mir auch mit dem Fusion sparen? Jetzt zur Boxenstand. Fenster ist aktiv. Down. Leichten Overcut, der schadet nicht, glaube ich. Obwohl natürlich wir haben nicht mehr die Pace wie von vorhin. Jetzt auf die Soft. Komm bitte vor der Gruppe raus oder nicht? Nein. Gerade so nicht. Wir sollten uns eigentlich da durchkämpfen. Gegen Albon hat sich schon mal geklärt. Magnussen. Okay, gehen wir mal vorbei an Norris.
so big liftoffs. Okay. Let's push. Copy. Maybe drop back a little bit, please. Yeah. Okay, das ist nun safe. Ja, safe. Wir sind durch 2 Sekunden. Bam! Ja, klar. Schnellste Runde. Na gut, ich hätte nicht gewusst, dass wir die Strategie wählen. Boom! Easy! Squeezy, Lemons. Easy peasy, Lemon Squeezy. So. 10 Sekunden. So, wie sieht's aus? Okay, also der Reifenverschleiß schaut ganz okay aus von, dass wir zum Ende hinkommen. Also wir sind jetzt nicht unbedingt natürlich in einer ganz guten Situation, aber wir werden jetzt auch nicht strugglen dafür. Na, ich lasse mal ein bisschen kurz zuschauen. Und ein bisschen unkommentiert. Lass ich ein paar, vielleicht so 1,5 Runden. Okay? So, ich bin gerade. So, nichts viel passiert. Sag es mal so. Nehme ich mal an. Aber willkommen ran, Andi. Schnellste Runde. Jetzt haben wir noch immer. Inne. Sorry. Ist nicht aber schnalzen. Ach, ich bin allergisch auf ein paar Sachen. Also. Ja, ich habe mal, warum ich mich gerade geschnauzt habe. Ist okay, aber. Na, wenn wir jetzt schauen, die letzte Runde ist eine 1:15:07. So chillig. So, vor uns werden 1:17 in der Zeit, also niedrige 1:17 in der Zeit, diese hohe 1:16, also sind eine Sekunde schneller pro Runde. Wir haben noch 10 Runden. Der Abstand ist unter 10. Also es ist possible. Vor allem mit mehreren Autos. Okay, Tsunoda mit Joe anscheinend. Und Tsunoda. Tsunoda und Joe sind wahrscheinlich zusammengekommen.
Ja, okay, der hat einfach hinten angeschubst. Naja. Ist ja okay. Okay, ist nicht, aber. So, jetzt noch mal ein bisschen noch das Fuel erhöhe. Hehe. Ist chillig. Ja, noch das Fuel noch mal erhöht. Alonso schnappt uns jetzt die schnellste Rennrunde weg. Und wir sind hinten dran an Russell. An den Mercedes. Hat der jetzt DRS? Ja, oder? Ja, weil ich Ruder war. Ach komm. Er sollte nie besseren Grip haben. P5 haben wir fix. Ne, da kommt jemand zu überrunden. Oh nein. Bitte nicht. Aber es sind auf jeden Fall mal. Also, wenn wir jetzt dann Russell Bottas haben, sind wir vor Mercedes. Jetzt walten wir unsere Führung gegenüber Mercedes. Aber Ferrari und Red Bull machen gute Punkte. Fuck. Ja, es läuft nicht ganz so, wie ich sollte. Er hat schon wieder DRS. Von Sonoda. Der soll mal nicht uns DRS geben. So, jetzt hoffentlich hat auch der uns DRS gegeben. That's nice work, mate. Ja, und der hat uns DRS gegeben. Okay. 4 Sekunden. Na, das können wir noch alles aufholen. Das sind haben schon rausgedrängt, das sind wir erstmal wieder. Ganz kurz. 3 Sekunden. Es pendelt sich jetzt langsam ein. Fuck. Ja, die Softs sind nicht mehr so gut. Ja, 1,15,8. Okay, happy to start pushing. Copy. Na komm. Jetzt sind wir aber im Battle ordentlich mit drin. Wir sind Vierter, Dritter, Zweiter haben wir noch vor uns. Russell, einfach Russell rangeholt an die Gruppe. Jetzt sind noch 2 Runden. Keep an eye on your fuel delta, please. Okay. Ja, wir müssen das Positive bringen, leider. Ich hätte noch eine Runde mitnehmen können. Glaube ich. Komm, Vierter. Na komm. Das sind noch 2 Runden dann. Okay, nicht den Top Speed. Double laps.
Recharge on, please. Recharge on. Ja. Use the overtake, use the overtake. Yeah. Overtake is available. Overtake is available. Okay. Okay, one more lap, one more lap. Good job. Oh, neben Leclerc. Ja. Come on. Come on. Okay, recharge on, recharge on. Okay. Don't forget recharge off, and you got overtake available. Okay. DRS is disabled. Yeah. Der Platz. Ich glaube, wenn wir aus der Gruppe da schneller durchgekommen. Ja. Ich glaube, wären wir dann. Ja, trotzdem 4 Plätze nach oben. Ferra, ja, ändert sich da vorne eher wenig. Klar, also eher es kann das Sainz kommt dran, aber Konstrukteure ändert sich nicht. Red Bull, klar, führt immer noch. Wir sind weiterhin Dritte. Der Abstand natürlich nach vorne ist größer. Wir haben natürlich auch einen Abstand nach hinten vergrößert. Zu Mercedes. Ja, so ist nicht, schlecht ist nicht. Optimal ist natürlich auch nicht. Diese 1200 Punkte. Das ist 277. Ja, gut, 400. Naja. Naja. 900.000 für die Araboni. So, jetzt müssten wir aber schauen. So, Entwicklungspunkt. Da würde ich sagen, wir machen das mal wirklich für die Reibungslosigkeit. Ja. Und hier für die Kurvengeschwindigkeit. Jetzt ist es in der 87. Digga, what the fuck? What the fuck? Jetzt muss ich natürlich schauen, mal hier bei Autos. Lager. Frontflügel. Hier der FW3. Da bauen wir beiden ein. Okay, der wird eh noch gefertigt. Chassis C2 spawnen wir in Auto 1 ein. Glaube ich. Seitenkästen, weiß noch dieselbe. Heckflügel ist noch immer haben wir denselben Unterboden. Aufhängung ist kaputt gegangen. S2 wird entwickelt derzeit. Motor und sowas, das ist eher alles okay. So. Wir treffen
Ja. Besuchen der Hubschrauberlandeplatz. Ich würde sagen, wir mal modernisieren. So, jetzt ist der Frontflügel mal abgeschlossen. Zentrum ist in schlechtem Zustand. Das kostet 210, ja, ist okay. Sagen Sie nicht, weniger kostet. Endet in Kürze. Noch 6 Monate. So, Vertrag. Wir erneuern den Vertrag für 2 Saisons. Lohn, Pauschal, Bonus. Glaube, er sollte besser sein. Ja, jetzt haben wir ihn dann noch. Weiteres Jahr. Bis 2024 haben wir den jetzt verpflichtet. Geil! Umschauer Landeplatz. Eine Aufhängung ist fertig. Okay, das heißt, jetzt erstmal kann die auch produziert werden. Signalisierung war. Erstmal fertigen wir natürlich erstmal an. Also 3, 4, 5 Stück. 250 Stück. Dann gehen wir hier zurück. Aktuelle Projekte. Wir haben ein Forschungsprojekt und ein Entwicklungsprojekt. Heckflügel. Ich glaube, die Sideports könnten wir noch entwickeln. Ich glaube, die Sideports, dann haben wir auch mal ganz gut. 1,1 machen wir und da machen wir 15 oder 16, machen wir 16 mal. Jo, das sollte richtig gut werden. Ja, bisschen mehr Motorkühlung wäre super. Aber sonst ist das eh alles super. Also okay, die niedrige Geschwindigkeit und sowas, also dieser Krypta-Unterschied ist jetzt nicht so groß. Aber Topspeed auch nicht so sehr. Ein bisschen was für die schmutzige Luft, also für Dirty Air ein bisschen was getan. Als halt vor allem jetzt für die Motorkühlung. Haben wir natürlich jetzt was getan. 5 Ingenieure. 30 Tage. Easy peasy. 150k. Schauen wir nach. IRS und Getriebe sind in schlechtem Zustand. Bei Ocon. Tauschen, neues IRS einbauen. Ist alles über 38. Okay. Okay, das Getriebe hat er einfach kaputt gemacht anscheinend. Mit dem Rennen, dadurch, dass er gecrashed ist. Also. Fahren wir mal fort. CFD-Simulator wurde jetzt upgegradet. Zone ist in schlechtem Zustand. Achso, die wird ja noch halb geupgradet. Natürlich. Die Wetterstation sitzt. Geupgradet. So. Das war der Zustand hier erstmal geil. Aber. Effektiv 90% der Wettervorhersage. Naja. Ich würde mal sagen, dass es von dieser Episode war. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao!